Ich könnte jetzt zynisch sein und sagen, warum macht ihr euch eigentlich Gedanken und Sorgen um unsere Demokratie? Es soll doch ein Demokratieförderungsgesetz auf den Weg gebracht werden. Aber da schließe ich mich jetzt wieder an den ersten Redner, wie man eine Sprache verhunzt und missbraucht. Dieses Demokratieförderungsgesetz ist natürlich nicht das, für das der Begriff steht. Ich könnte der Frau Faeser den Vorschlag machen, das Ganze als Demokratie-Liquidationsgesetz zu bezeichnen. Denn dieses Gesetz schafft unsere Demokratie ab. Ganz eindeutig. Und der Begriff ist nur was für Naive, die glauben, was von oben erzählt wird, was uns ARD, ZDF, Deutschlandfunk und wie der ganze Mist auch heißt, uns täglich in unsere Wohnstuben bringt. Glaubt diesen Mist einfach nicht mehr. Informiert euch alternativ. Nur das kann ich euch ans Herz legen. Macht das. Die meisten, die hier stehen, machen das sowieso schon. Wer das noch nicht macht, ist herzlich eingeladen, das zu machen, um sich mal seinen Horizont zu erweitern. Nämlich diese Sachen, dieses Demokratieförderungsgesetz, das engt den Horizont immer weiter ein.